Ja, hallo ihr Lieben, heute mal wieder echt ein spannendes Thema, wieder ein bisschen höher schwingt, gewissermaßen. Ego versus, oder was heißt versus, also Ego gegenübergestellt zum Intuition, höheres Selbst, hört man ja manchmal. Das ist übrigens für die spirituell Interessierten auch der Unterschied. Man redet ja oft so von 3D, wo wir sind, und so 5D, wo wir hinwollen. Also geht's mal nicht in die Tiefe dessen, aber Ego ist halt sehr viel 3D. 5D ist halt viel auf Intuition basiert, höheres Selbst, im Moment sein. Und da gibt es zwar auch Ego, aber gibt es dann immer noch, aber es hat ein ganz, also es tritt sehr stark in den Hintergrund. Ja. Also man kann so ein bisschen sagen, also ich habe ja schon ein anderes Video gemacht, wofür ist das Ego eigentlich gut? Also das ist schon eine Sache, die wir mitbekommen haben, die jetzt aber so, wie das momentan hier läuft, halt eine hohe Wertigkeit hat, zu hoch. Wir sind eben oft, also obwohl wir das eigentlich gar nicht sind, fühlen wir uns in diesem Ego verhaftet. Das Ego ist ja nur ein Teil von uns, aber wir identifizieren dieses Ego mit Ich so, ne? Und daraus entstehen eine Vielzahl an Problemen. Ich werde jetzt, oder kann die auch gar nicht alle Aspekte, ich wollte einfach nur so ein paar Aspekte mal nennen, die ich gerade ganz spannend finde. Also das Ego ist eigentlich immer in der Vergangenheit und in der Zukunft. Ne? Es ist immer, wo geht das hin? Also das Ego will ja auch ständig diskutieren, debattieren, verstehen, wo geht das hin? Ich verstehe das nicht. Warum hat mein Ex dies gemacht? Warum macht mein Partner dieses? Warum? Ich verstehe nicht, wie der handelt. Wo soll das hinführen? Ich bin wieder in einer toxischen Beziehung oder die Vergangenheit. Warum ist mir immer das passiert? Warum ist mir dies passiert? Warum habe ich diese Eltern? Warum ist mir dies passiert? Warum bin ich da reingeraten? Warum habe ich den Job nicht gekriegt? Und dieses ständige Kreisen, Drehen, Hamsterrad irgendwie, das ist eben viel Ego, ne? Während dieses Intuition, höheres Selbst, ist eben sehr stark im Moment, ne? Das sagt dir, es gibt dir ja in diesem Moment, gibt dir das einen Impuls, zum Beispiel, oh, diesen Menschen soll es besser nicht weiter daten. Aber es liefert eben keine Erklärung, ne? Sagt dir nicht, warum und wieso, das Bauchgefühl oder weiß ich nicht. Fahr da lang oder irgendwie nimm heute das Fahrrad oder und du denkst dir, what the fuck, was soll das jetzt? Also das Ego will natürlich dann wieder Erklärungen haben, wieso kommt jetzt dieses Bauchgefühl? Und wir dürfen uns, denke ich, alle halt, wenn wir uns so weiterentwickeln wollen, mal dran gewöhnen, dass man da mehr drauf hören sollte. Auch, und das bedeutet aber eben mehr Moment sein, mehr im Flow und auch mehr nicht so richtig verstehen, was. Okay, wo will mich denn jetzt hier meine Intuition gerade hinhaben? Weil, wie gesagt, die Intuition liefert keine Erklärung. Ne? Die sagt einfach, mach dies, mach das, mach jenes nicht. So. Und auch relativ leise, auch nicht so imperativ. Ne? Das Problem ist nämlich, dass also wir alle haben wir hier einen freien Willen und du in deinem Ego eben auch. Ne? Also das heißt, dein höheres Ich respektiert durchaus, dass dein Ego sagt, nee, kannst du mir tausendmal sagen, ich soll diese heiße Lady hier, diesen cool, diesen zwar scheinbar irgendwie gefährlich wirkenden oder für mich gefährlich wirkenden Menschen nicht daten, aber mein Ego sagt, ah, sieht gut aus. Und dann sagt deine Intuition, dein höheres Ich, also das urteilt auch nicht, das sagt dann, okay. Ja, wenn du es machen musst, dann mach es. Ne? Wird dir aber weiter sagen, und wenn du mehr auf dieses, also es ist schwer, ich übe das auch ständig, also wenn du mehr auf diese Intuition hören würdest, wird dir theoretisch auch den kürzesten Weg liefern, dahin, wo du eigentlich hin willst, weil die hört durchaus darauf, wo du hin willst, zum Beispiel eine andere Beziehung oder anderen Job oder anderes dies oder anderes das, aber das ist für uns so ungewohnt. Auch wie gesagt, das war natürlich vor einer Generation noch viel ungewohnter, aber wir entwickeln uns ja alle langsam weiter. Und vor zwei Generationen war es noch ungewohnter, da ging es gar nicht, aber jetzt können wir halt, ja, wir hören dies und ja, aber diese innere Stimme, dieses Bauchgefühl,
also sein inneres Bauchgefühl weiß vielleicht, kürzeste Weg in eine super coole Beziehung ist, wenn du jetzt noch mal einmal kurz durch diesen toxischen Dating-Kreislauf mit einem anderen Menschen durchgehst. Das weiß es vielleicht, ne? Und ja, aber wie gesagt, deswegen holt es dich vielleicht aus irgendeiner kurzen toxischen Dating-Kreislauf nicht raus, weil es weiß. Da machst du noch mal eine Entwicklung und dann kannst du in die tolle nächste Beziehung kommen, so, ne? Und deswegen, aber das liefert halt diesen Weg nicht mit, weil das gehört dazu, dass man sich anvertraut dieser Stimme, ne? Dass man sich anvertraut, auch wenn man manchmal denkt, es kann irgendwie nicht wahr sein, ne? Und ich hatte das mal gehört in so einem anderen YouTube-Video, dass jemand erzählt hat, dass sie innere Stimme hätte gesagt, so ziehen in eine andere Stadt, so, ne, und ist sie hingezogen, keine Wohnung gefunden, alles total scheiße, und dann hat die innere Stimme gesagt, okay, zieh wieder zurück in die alte Stadt irgendwie, und okay, und kam dann da an und hat dann da eine super coole Wohnung gefunden und was weiß ich, alles mega, und ist dann auch, also, und in diesem Video hat dann die Frau gesagt, ja, ich wäre nie direkt von da, warum hätte ich in meiner Stadt in eine andere Wohnung ziehen sollen, also wäre ich nie drauf gekommen, also es brauchte diesen Umweg sozusagen. Aber gut, das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber ein Beispiel dafür, wie, ja, verstehst du es einfach nicht, aber, und es ist auch wirklich eine Übungssache, auf diese innere Stimme zu hören, weil es manchmal so total. Das Ego sagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein, dass der Weg da lang geht. Das ist unmöglich. Ne? Das ist, aber wie gesagt, das ist auch nicht schlimm, wenn man dann das Ego sich durchsetzt. Dann sagt, die innere Stimme wird dir weiter sagen, was sie meint, was richtig ist. Und du kannst immer wieder entscheiden, wem du jetzt folgst, sozusagen. Ne? Was man auch noch sagen kann, nur das Ego ist, das Ego möchte es immer einfach haben. Ne? Auch das einfach in ganz großen Anführungsstrichen, weil. Also das habe ich fast immer, wenn ich mit Klienten rede, die in so grässlichen Situationen sind, dass sie sagen, ja, ich habe so, es tut so weh, die Beziehung, aber ich kann mich nicht trennen. Also kann mich emotional nicht trennen, so, es geht einfach nicht. Ne? Und ja, und das Ego möchte halt einen Ausweg aus dieser Situation haben oder auch von mir wissen. Also wie kann ich da jetzt raus aus dieser Situation, ohne dass es weh tut? Weil das Ego möchte, ja. Möchte halt die Pille, die das jetzt löst, ne? Nur die gibt es halt nicht, ne? Und das ist für das Ego manchmal auch echt schwer oder wird das Ego auch sauer, weil es sagt, nee, ich will das aber, ich will jetzt ich will jetzt meinen Willen haben, ich will jetzt hier, oder wird das Ego manchmal auch auf mich sauer, ne? Wieso weiß denn Christian jetzt nicht keinen Rat, wie ich aus der Situation rauskommen kann, ohne dass irgendwas wehtut, aber. Ja, das gibt's halt nicht. Und ohne dass wir manchmal so mit der Nase im Dreck liegen, würden wir uns einfach nicht weiterentwickeln. Das ist einfach so. Ne? So, wollte ich noch was sagen dazu? Ja, also es braucht viel Vertrauen, sich diesen Intuition, Bauchgefühl anzuvertrauen. Wie gesagt, weil es fühlt sich erstmal viel ungewohnter an als das Ego. Ne? Das Ego ist ja auch immer über Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. So, ich mache jetzt genau das und dann kommt genau das dabei raus. Und ich habe jetzt hier meine Liste. Und wenn ich diese Liste abchecke, dann kriege ich genau beim Dating den richtigen Partner. Und deine Intuition sagt aber vielleicht, nein, date diesen Menschen. Und da guckst du auf deine Liste und sagst, ja, aber der erfüllt doch das nicht oder keine Ahnung. Und trotzdem sagt es, nein, dieser Mensch. Ne? Und dann zu sagen, ja, okay. oder deine Intuition sagt dir vielleicht, kein Online-Dating. Vielleicht sagt sie dir auch Online-Dating, weiß es nicht. Ja, und dann sagt dein Ego vielleicht, ja, wie soll ich jemanden kennenlernen? Ich wohne irgendwie auf dem Leuchtturm, im Wattenmeer, wie soll das gehen? Und ja, aber dann, weiß ich nicht, kommt der Postbote vorbei, keine Ahnung. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Genau. So. Ja, ich denke, das reicht erstmal für dieses Video. Ja. Gut. In diesem Sinne, wir werden es bald wiedersehen.